Hast du vielleicht schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, also wenn ich in den Himmel komme, dann werde ich Gott aber erstmal fragen, das und das und das. Kennst du solche Reden? Vielleicht hast du das sogar schon mal selber gesagt. Dieses sehr selbstgerechte und wirklich überhebliche Denken entspringt nicht einer echten, persönlichen, tiefen, innigen Liebesbeziehung zum Herrn. Denn wenn wir Gott erkennen, wie er ist, dann verstehen wir, er ist voller Liebe, voller Herrlichkeit, voller Majestät und er ist Gott. Wenn du in den Himmel kommst, wirst du überhaupt nichts fragen, sondern du wirst ihn anbeten als der, der er ist. Du wirst ihn preisen, du wirst überwältigt sein von dem, was sich dir da zeigt. Und du wirst überwältigt sein von seiner Liebe, was er alles für dich getan hat, was er alles für dich bereitet hat. Du bist gerettet, erlöst, befreit von dieser gefallenen Schöpfung hinein in das sein Reich. Eine neue Kreatur, wenn du ein wiedergeborener Christ bist. Das allein ist mehr als alles andere, was du dir jemals an Gebetserhörung auf dieser Erde überhaupt nur vorstellen oder wünschen könntest. Das ist es, wofür du dem Herrn in Ewigkeit preisen wirst, wenn du in den Himmel kommst. Du wirst diese irdischen kleinen Dinge, wo du sagst, das und das und das, möchte ich bitte eine Erklärung für haben, wirst du völlig vergessen. Es wird keine Rolle mehr spielen. Gott ist Gott. Er ist voller Majestät. Er ist herrlich. Er ist gewaltig. Er ist einzigartig. Er ist Gott. Und komm runter von dieser überheblichen Position, dass du meinst, dass du mit Gott irgendwie so ein Rechtshändel machen kannst. Das war das Problem von Hiob. Er war so selbstgerecht, so überheblich, dass er sagte, Gott hat sich mir gegenüber falsch verhalten. Und wenn du das Buch Hiob liest, ganz zum Ende erst, sagt er, ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt. Aber jetzt habe ich eine Offenbarung, wer du wirklich bist. Jetzt habe ich dich gesehen, jetzt habe ich dich verstanden, als Gott sich ihm zeigt. Und all seine Anklage, all sein ganzes Getue verstummt. Und er tut Buße dafür, weil er weiß, dass es nicht richtig war. Wir müssen verstehen, wer Gott ist. Und wenn du kein wirkliches Verständnis dafür hast, dann musst du ihn einfach bitten und sagen, Herr, zeige dich mir, wie du wirklich bist. Ich will dich sehen, wie du wirklich bist. Ich will eine Offenbarung davon haben, von deiner Majestät, deiner Herrlichkeit, deiner Kraft, deiner Schönheit. Ich will dein Angesicht sehen oder was auch immer. Dreh den Spieß um. Sag nicht, ich werde dem Herrn irgendwas vorhalten, sondern sag, Herr, zeige du dich mir, damit sich mir die Dinge auf eine völlig andere Art und Weise erschließen. Ich habe den Eindruck, dass dieses Wort, was ja sehr spezifisch ist, für einige wenige Leute gilt. Wenn das dich anspricht, dann bring diese Sache mit dem Herrn in Ordnung. Es ist nicht gut, mit so einem überheblichen, selbstgerechten, stolzen Denken, meinen, dem Herrn irgendwas vorhalten zu können. Die Bibel sagt, Gottesfurcht ist der Schlüssel der Weisheit. Gottesfurcht ist der Schlüssel der Erkenntnis. Gottesfurcht ist sehr, sehr wichtig. Und das ist es, was wir brauchen in unserem Leben. Ein Verständnis dafür, wer Gott ist und ein Verständnis dafür, wer wir sind. In dem Sinne, Gott.